Moment, im Gipfel der Dummheit markieren Esther und Jerry Hicks The Law of Attraction. Na gut, die haben wir in dem ersten schon mitgeschrieben. Esther und Jerry Hicks sind ein texanisches Ehepaar. Esther Hicks ist in der Lage, mit einer außerirdischen Intelligenz zu kommunizieren, die irgendwo hinterm Saturn parkt. Diese außerirdische Intelligenz nennt sie, und ich scherze nicht, ich habe nicht erfunden, lesen Sie das Buch, ja, nennt sie Abraham, und Abraham verrät ihr im besten texanischen Englisch, nebenbei merkt der einzige Fremdsprache, die Esther Hicks spricht, nämlich ihrer eigenen, wie denn man auf der Welt sich so verhalten soll. Zum Beispiel, Sie möchten Geld, ja, dann stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten es schon und es wird zu Ihnen fließen. Das nämlich ist das Gesetz der Anziehung, the law of attraction. Man kann, so wie ich seit vielen Jahren, im Grunde alles mit diesem Buch erreichen. Sie möchten schlank werden, Sie möchten eng anliegende Ohren haben, Sie möchten lockiges Haar haben. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben das alles und es wird Ihnen, wie Sie an mir sehen, blendend gelingen.